Hallo und wir sind zurück zu Don't Starve. Wir haben eine Menge Zeugs dabei und sollten uns langsam was zum Essen kochen. Das wäre mal der nächste Plan. Ein Blümchen fehlt uns noch für unseren Hut. Das sollten wir aber hoffentlich auch noch irgendwo auf der Insel finden. Und angegriffen sind wir auch schon lange nicht mehr geworden. Da sollte man auch damit rechnen, dass das in absehbarer Zeit wieder passiert. Wie sind wir eigentlich aufgestellt? Mit der Rüstung, ja, nicht mehr allzu viel. Können wir vielleicht in der Nacht schauen, ob wir da was Besseres haben. Das klingt auch nicht schlecht. Seashell Suit. 10 Seashells brauchen wir da allerdings. Haben wir da schon ein paar? Naja, wir haben schon einige. Können wir uns den vielleicht basteln? So, mal ein bisschen einheizen. Ich glaube, wir haben irgendwo noch Holz. Jawohl. Wobei, das nehmen wir lieber in die Hand. So, mal ein bisschen umsortieren. Da ist ein Baum umgestürzt. Da holen wir uns gleich das Holz. An das komme ich leider nicht ran. So, unsere Büsche sollten wir noch einpflanzen. Oh, jetzt wird es dunkel. Erlegen wir das morgen. Dann weiter kochen. Stellen wir es mal ein bisschen unter, dass wir trocken werden. So, Magen ist gut gefüllt. Super. Also noch ein Seashell-Anzug. Das wäre wirklich eine Idee. Da hätten wir eigentlich alles außer das Seaweed. Das habe ich gerade verkocht. Ja, Rope haben wir gerade auch nicht genug Ressourcen. Aber den können wir uns morgen basteln. So, dann verkochen wir noch das hier. Vielleicht so einen Mix einfach. So, die Axt können wir auch noch aufbrauchen. Sind sogar wieder zwei Kokosnüsse rausgekommen. Super. Bisschen Feuerholz haben wir auch. Bestens. So, da haben wir einen Ratatouille. Ja, einfach alles kreuz und quer verkochen. So. Mal schauen, dass wir da ein bisschen sortieren. Machen wir denn unsere Snakes hin? Ich dachte, wir hatten schon eine, offensichtlich nicht. Steine mal alle da rein für den Moment. Die nehmen wir uns gleich mit. Hagel brauchen wir eigentlich nicht. Was haben wir hier Unangenehmes? Bin mir nicht sicher, ob das da so sein soll. Jetzt ist weg. So, einmal noch einfeuern. Nacht ist dann eh gleich vorbei. Restlichen Nahrungsmittel legen wir auch da drinnen ab. So, Hagel brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Okay, also zweimal Seaweed. Und einmal Seil wäre gefragt. Ist die Frage, ob wir uns da trauen, rauslaufen, wenn es so stürmt. Sein, dass ich gerade was Unangenehmes höre.
Ja, did you hear that, hieß es da gerade. Dann werde ich mich eventuell da glatt aus dem Staub machen. Hält unser Boot noch ein bisschen. Und schauen, dass wir Seaweed noch einsammeln, schnell. Und dann bastle ich mir nämlich den Anzug woanders und komme dann nochmal zurück. Schwimmt da eine Palme? Okay. Dann erledigen wir das auf der Insel hier. Wir verlieren echt einen Haufen Zeug bei unserem Boot, müssen wir aufpassen. Müssen wir uns bald mal ein neues basteln. So, Seil braucht man wie viel? Eines. Dann rüsten wir uns einfach für das jetzt aus. Vielleicht holen wir uns noch gleich genug Zeug, dass wir uns noch einen Hut basteln können. Wobei, ich glaube, es gab auch einen anderen Hut. Müssen wir auch schauen. So, eine Blume wäre noch toll gleich zum Aber. Ich glaube, auf der Insel werden wir nicht viel Erfolg haben. Wisst ihr was? Dann stellen wir uns unserem Schicksal. Segeln wir zurück, weil ich glaube, den Anzug können wir hier nicht... Autsch! Können wir hier nicht machen. Den müssen wir drüben machen. So, erstmal ein bisschen Ratatouille. Einen Busch haben wir noch zum Einsetzen. So, das Schiff ist gleich mal kaputt. Ich glaube... Da werden wir uns dann fast Neues basteln. Das ist, denke ich, einfacher als wie zu reparieren. So, wo sind denn unsere Widersacher? So, ich gehe mal davon aus, dass der ein bisschen mehr hält. Den werden wir hier mal lagern. So, können wir direkt weiter kochen. Den pflanzen wir ein. Dann haben wir gleich noch direkt ein paar Beeren zum Pflücken. Sehr gut. Und ich habe das Gefühl, ich höre da schon jemanden. Das wird nicht mehr lange dauern, bis die uns angreifen. So, das alles düngen. Ja, es fehlt uns immer noch eine Blume. So, eine Runde können wir noch kochen. Uah, wen haben wir denn hier? So. Lass schnell den Anzug anziehen und... Oh! Autsch, 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 autsch. Das sind viele und unangenehme noch dazu. Hoffen wir, dass der Anzug ein bisschen hält. Huh. Weil denen ausweichen, bin mir nicht sicher, ob das überhaupt irgendeinen Sinn macht. Ich hoffe, das war's. Wow, ganz schön viel Zeugs gedroppt. Müssen wir uns dann gleich in Ruhe anschauen. Vorher kochen wir mal. Einen blauen Diamanten oder einen blauen Edelstein. So, da muss ich auch irgendwann mal wieder sortieren. Okay, aber der hat gut gehalten, super. So, die Frage ist, sollen wir noch ein bisschen rumlaufen? Es wird eigentlich gleich mal dunkel. Ich hätte einfach gerne noch eine Blume gefunden.
Und da drüben, das waren, glaube ich, keine normalen Blumen, oder? Nein, leider nicht. Weil vor allem jetzt wären die Blumen wichtig. Da haben wir Schlangen, den werden wir mal ausweichen. Da ist eine, super. Dann haben wir jetzt genug, dann laufen wir zurück. Basteln uns ein Blumenkränzchen. So, wo ist unser Lagerfeuer? Da sind wir. Gleich mal noch nachlegen. Okay, also Blumenkranz für den Kopf. Hilft zwar auch nicht allzu viel in der Dunkelheit, aber vielleicht stellt es ja morgen zumindest wieder her. So, weiter kochen. Achso, und ich wollte schauen, es gab ja noch irgendeinen anderen spannenden Hut. Ice Cube Science on the Rocks. Da kann man das Eis verwenden. Bush Head, der ist fürs Verstecken. Snakeskin Head, keeps the rain off. Da wird uns nicht allzu viel fehlen. Aber ich hatte das Gefühl, da gab es noch irgendwas anderes. Einfacheres. Täuscht mich vielleicht. So, da kommen wieder ein paar Gestalten. Die probieren unser Feuer auszumachen. Bleibt nur zu hoffen, dass es morgen mit uns wieder ein bisschen bergauf geht. Aber sonst hätten wir, glaube ich, genug an Nahrungsmittel, dass wir definitiv einmal noch auf der Matte übernachten können. Ah ja, jetzt geht's eh nach oben. Super. Okay. So. Schießpulver. Ja, verrottete Eier. Nicht einfach zu besorgen. Müssen wir wohl oder übel ein paar Bäume fällen. Sollen wir das mal so langsam angehen? Ja, wir fast müssen, wenn wir Eier haben wollen. Zu viele Bäume sollte man nicht fällen. Da ist die Gefahr relativ groß, dass wir da ein paar andere unangenehme Sachen finden. Oder herbeibeschwören. Machen wir das vielleicht lieber auf einer anderen Insel. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ja, unser Boot, das ist mehr oder weniger kaputt. Sollen wir uns da ein neues bauen? Hat man da eigentlich was Besseres? Glaube nicht, Ruderboot. Nehmen unsere Kanone. Die hätte ich dann gerne. Okay, dann bauen wir uns einfach noch ein Boot. Ich glaube, das ist einfacher als wie das Reparaturkit im Moment. Das können wir uns auch alles nicht bauen. Aber dafür könnten wir uns noch so ein Schleppnetz machen. Das war eigentlich ganz witzig. Falls wir es nicht schaffen, das doch noch irgendwie zu bergen. Also, viermal Wein, dreimal Boards. Aber ich habe so das Gefühl, wir sollten uns auch einen Schlafsack basteln.
Ich glaube, das machen wir. Die Nächte sind doch ziemlich lang im Moment. Auch wenn unser Blumenkranz da gerade gut hilft. Na? Sehr schnell geht es da auch nicht nach oben. So, dann legen wir uns hier direkt hin. Wie gesagt, zum Essen haben wir genug, dass wir uns das leisten können. Ja, mittlerweile werden, glaube ich, die Tage auch wieder etwas länger. So, ein neues Boot wollten wir noch haben. Dann fällen wir mal vorsichtig noch den einen oder anderen Baum. Ja, unter anderem deswegen vorsichtig. Aber ist auch eine gute Nahrungsquelle. Von dem her will ich mich nicht beklagen. Achso, ein Strohhut war noch gefragt. So, das rüsten wir gleich aus. Ah, na. So rum. Da werden wir nicht mehr genug Material auf der Insel haben. Ich kann mir überlegen, ob wir hier die Nahrungsmittel nicht gleich im Kochtopf lassen sollen. Achso, mein Netz. Ich wollte noch ein Netz mitnehmen. Na, können wir es auch nicht leisten. Die Seile sind das Problem. Gut, dann ist sowieso ein Ausflug gefragt. Da finden wir auf jeden Fall genug an Rohstoffen. Ich glaube, das Netz können wir mittlerweile auch bauen, ohne dass wir bei unserer Alchemie-Engine sind. Was ist das da? Schaut ungemütlich aus. Also für Seil sollten wir genug Material haben, aber ich befürchte, auf der Insel werden wir kein Bambu finden. Zumindest sehe ich mal keins. Aber da sammeln wir mal alles ein, was wir kriegen können. Für unseren Hut. Falls es uns zu nass wird. Und dann eben noch für unsere Seile. Da hätte ich auch gern gleich ein paar. Und unser Boot ist ja mit einer Laterne ausgestattet. Das heißt, die Rückfahrt sollte eigentlich kein großes Problem werden. Selbst wenn es dunkel ist. So, dann haben wir zumindest unsere drei Seile schon mal zusammen.
die wir fürs Netz brauchen. Okay, heißt aber, wenn wir Fische haben wollen, benötigen wir doch wieder eine Angel. So, gleich noch eine Fackel. Muscheln nehmen wir vorsichtig aber auch wieder mit. Die haben sich ja also nützlich erwiesen. So, die ganze Nacht da durcharbeiten. Ja, machen wir uns, glaube ich, langsam auf dem Rückweg. Haben jetzt einen guten Vorrat. Ein bisschen Nahrungsmittel haben wir auch mit. So, dann auf zum Boot. Ein paar Kleinigkeiten können wir noch aufheben. So, ab ins Boot und die Laterne an. Dann können wir unsere Fackel einpacken. Wir haben jetzt auch wieder zwei. Habe ich nicht gut aufgepasst. Ja, können wir uns eine neue Laterne draus basteln. Gut. Ja, und wir sind ja jetzt mehr oder weniger durch mit Don't Starve. 10 Folgen waren ja geplant. 10 Folgen lang habe ich mal überlebt. Bin ich relativ stolz. Gibt natürlich jetzt noch einiges zum Tun, aber wir lassen es mal wie angekündigt liegen. So, da schalten wir aus. War ja so geplant, dass wir dann nach 10 Folgen eine Pause machen. Entsprechend ziehen wir das auch so durch, wie es eben geplant war. So, ein bisschen trocknen. Ja, aber falls wir wieder mal weitermachen, ist nicht ganz ausgeschlossen. Dürft ihr euch gerne noch in den Kommentaren verewigen und ein paar Wünsche äußern, was wir denn noch machen sollten. Ich glaube, da hat es eine Palme umgeweht. Hier ist ja noch einiges offen. Vor allem den Kühlschrank hätte ich einfach gern noch gebaut. Das heißt, faule Eier, was ich jetzt eigentlich sammeln wollte, fällt mir ein und gar nicht gemacht habe. Das steht auch noch aus. Und natürlich noch tausend andere Sachen, die wir hier noch nicht gebaut haben und die wir zum Teil schon bauen könnten, wenn wir ein paar Zutaten sammeln. Aber immerhin hätte ich mal das Gefühl, wir haben so weit eine Basis uns aufgebaut, dass wir halbwegs gut überleben können. Das finde ich schon mal nicht schlecht. So, dann bastle ich mir noch ein Netz als letzten Akt. Das kann ich, glaube ich, nicht mit dem Segel zusammen montieren. Nein. Oh. Na super. Jetzt habe ich es wieder weggeworfen. Gut, dann nehmen wir mal das zum Abschluss. Dann haben wir hier einfach ein Lager. Ein zusätzliches. Kann passieren. Ja, also das war Don't Starve Shipwrecked. Sehr, sehr schöner DLC. Bin auch gespannt, was es da noch zum Entdecken gibt. Wie gesagt, vielleicht geht es ja irgendwann mal weiter. Aber in der Zwischenzeit werden wir da mal Platz machen für ein paar andere Let's Plays. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao für denk und baba.